Im Süden Chiles hat der Vulkan Villarrica erneut große Mengen Asche und Rauch ausgestoßen. Die Bewohner der Region wurden aufgefordert, sich auf eine Räumung ihrer Häuser vorzubereiten. Der Villarrica ist seit etwa 4 Wochen aktiv. Anfang März hatte er Lava und Asche bis zu 3 Kilometer in die Höhe gespuckt.